habe ich wohl ein Wildschwein getötet. Es tut mir so leid. Ey, komm, Pew-Tank. Ja, eine Axt. Oh, ja. Ganz schön geil, ne? Ist jemand hinter mir? What the fuck? Hier ist Fuel Tank. Kann ihn jemand. Aber ich weiß, einer reicht eigentlich, oder? Hey! Hier ist Reifen! Jemand muss den Reifen mitnehmen. Was? Reifen. Warte, Alex hat eh immer Platz in seinem Rucksack, der nimmt nie was mit. Ich habe. Mann. Immer. Du hast wirklich immer Platz in deinem Rucksack. Oder? Ja. War klar. Heute nur 14 Plätze, aber. Ist sicher nicht. Achtung, da kommt einer rein, da kommt einer rein. Ich töte den, warte mal. Was? Zombie. Ach, Arschloch. Das ist nicht groß genug uns beide. So, ich muss jetzt irgendwie mal was lagern. Ich treffe. Da so und jetzt nehme ich den Reifen. Leute, wenn ich an irgendeinem Ortsschild vorbeikomme, sage ich einfach mal Bescheid und dann müsst ihr mir sagen, welche Richtung ich eher noch laufen muss. Eher. Also ihr wisst, ich komme aus Elektro. Und ich sage euch dann. Wie lange brauchst du noch, Alex? Bei mir. Also irgendwie gerade. Bei mir hängt's gerade. Hm. In Combat, oben rechts ist es bei mir bei auf 19 und hängt in. Hallo? Nimmst du den Reifen? Ja, okay, ich hab den Reifen. Okay, let's go. Komm raus hinten. Ist dein ganzer Rucksack noch leer? Ich hab noch irgendwie was mit 10 Plätzen. Okay. Wie viel braucht der Fuel Tank? Auch mehr. Oder ich glaube, es brauchen fast alle Autoteile 6, außer die Windschutzscheibe 3 und Jerrycan 3. Und ich glaube Scrap Metal 5. So, oder auch 6? Ne, ich weiß nicht. Ja, auch weniger zumindest. Also, nee, den Fuel Tank wollen wir den da stehen lassen, ja? Fuel Tank, was? Das war eine Jerrycan, du Bob. Meine ich doch. Der Bob. Ich dachte, ihr wolltet die nicht mitnehmen. Ja, ich hab eine. Ich nicht. Du hast eine? Ja, ich habe die ganzen Zombies immer noch am Arsch, deshalb ist es schlecht, wenn ich da irgendwie anhalte. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe null Platz mehr. Ja, wir sind schon, ja, Alex ist hinter uns, gut. Also ich versuche jetzt einfach nur noch einen Heli-Crash zu finden auf dem Weg. Ich muss ein bisschen Platz haben. Und dann habe ich alle meine Probleme von alleine gelöst. Also wenn wir einen Fuel-Tank finden, dann den Alex aufnehmen, dass der den irgendwie in den Rucksack packt. Ja, passt. Also, To-Do-List, ein Reifen noch und eine Fuel-Tank und Bingo. Wieso, sind die Reifen, fehlen die wirklich oder was ist damit? Ja, es fehlen zwei Reifen. Achso, nee, weil ihr meintet doch, die Reifen sind gelb und bei gelb können die auch locker alle noch dran sein, deswegen. Ja, ich, deswegen, nein, nee, da fehlen aber gefragt. Welche. Da fehlen zwei. Nee, die waren orange, wenn ich jetzt. Achso, okay. Ja. Ja, nee, gut, dann vielleicht doch lieber nochmal suchen. Wobei auch mit drei Reifen fährt er aber auch nicht gut. Hä, was macht meiner? Alter, meiner ist voll nach. Laufen. Ich habe immer noch die Sachen von dem Hacker. Was für Sachen? Na, was war das, dieser, oh, wie heißt denn das? Mit dem Fernglas, mit was die. Ach so, ja, Rangefinder. Ja, Rangefinder ist geil, aber bringt eigentlich nur auf den Server raus, wo du nicht so scrollen kannst, um es auch zu sehen. Das GPS hatte ich noch von dem. Aber das GPS ist ganz gut. Ja, wenn also ein Tier von euch seht, dann, obwohl ich keine Olis auf, naja, egal, können wir trotzdem töten. Einfach nur um zu töten. Na, ich glaube, na, Lizenz zum Töten. Drei Fleisch, glaube ich, hatte ich noch. Drei Essen. Oh ja, Thema 007, Skyfall, schon jemand gesehen? Wie findet ihr ihn? Ja, ich war heute im Kino. Und? Ich hab den. Empfehlen auf jeden Fall. Aber ja, aber das nicht bei der letzten Mal, hab ich das nicht da schon mal gesagt. Ja, möglich. So? Keine Ahnung. War der vor zwei Wochen schon draußen? Tage nach der Premiere. Ich war am, also Donnerstag kam der ja am 2. November raus. Oh. 3. November? Ja, und ich war am 4. Ja. Okay. Also ich fand ihn auch sehr gut, sehr, sehr gut. Also ich fand hab ihn immer noch nicht gesehen, aber ich werde es mir angucken. Besser ich als Casino Royale. Den Anzug, ja. Bonn-Teile eh nicht geguckt. Ja, ich hab die meisten davor schon gesehen. Ich hab, Casino Royale sogar auf DVD. Wir sind ein sehr fortbildet Mensch, kein Fernsehgucken mehr. Ah, ich sehe ein Wildschwein, aber ich kann das Fleisch nicht mitnehmen, weil ich kein Jagdmesser hab. Doof, musst du halt mit deinen Zähnen. Wieso kann ich nicht das ganze Tier in meinen Rucksack packen? Das braucht dann meinetwegen auch bis irgendwie so. Mein kompletter Rucksack ist dann voll oder so, aber. Schön mit den Zähnen da rein und. Ja, Alex. Ja, Alex ist nicht besser als die Zombies. Alex, ja. Alex ist Alex. Was? Ich läuft einfach geradeaus gegen jeden Baum. Wo seid ihr eigentlich, Leute? Ich hab mich voll verloren. Ich bin immer gerade ausgelaufen. Ja, ich hab ja auch markiert, 1,6 Kilometer, wie viele? 1,4. Ja, okay.
dann wieder klar. Aber ein Marker ist schon irgendwas mit Industrie, ja? Ja, Mark hat das gesagt. Weil nicht, dass wir jetzt eine Tankstelle. Was ist da? Oh, Tankstelle. Ja, größere. Stimmt. Ja, da könnte der Pickup sein. Ich suche jetzt gerade ein Ortsschild, weil ich bin jetzt hier in irgendeinem Ort, aber keine Ahnung, wie der heißt und keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe wahrscheinlich eh voll irgendwie schräg in die falsche Richtung, aber... Also, Teufel, du könntest dann... Das, naja, du könntest trotzdem gucken, falls du irgendwie so ein Gebäude siehst, wo drin sein könnte, dass da dein... Ja, ja, ich guck ja, Ich habe ja Windscreen Glass schon dabei, falls euch das was bringt. Und da vorne ist ein Schwein. Und das Hütten. Ja. Also... Ja. Diesmal, vielleicht höre ich eure... Headshot. Was? Ihr habt geschossen. Ja. Ja. Aber irgendwie nix an. Ja, die G18 ist. Ich hab mir eine G18 geschossen, die ist ja nicht so laut. Ah ja. Jetzt habe ich, hast du noch Platz für Holz? Ich habe noch Wurzel. Ich weiß aber nicht, ob ich Ja genau, lauf gegen den Busch. Ja, ich habe sogar noch Streichhölzer. Oh Junge, ich habe wieder 5 Leute hinter mir. Ich kann das Dings machen hier, das Feuer. Also ich nehme mir mal ein Fleisch. LOL, da seid ihr ja. What the fuck? Hast du Zombies hinter dir? Ich? Nee. Boah, komm den Berg hoch, da muss ich doch schneller sein. Lass mich in Ruhe. Ich höre schon die Leute hier durch den Hausflur gehen. Weh, die kommen in mein Zimmer, da gibt's Schläger. Hallo Mark, wir sind's, deine Verwandten, die du nicht leiden kannst. Wir kommen jetzt, um dich zu stören. Wo sind mein... Ach, das sind... Genau, das ist dann... Hallo, ich möchte... Wieso kann ich nicht auf mein Dings zugreifen? So, das Viech ist jetzt ausgelootet. So. Das ist auch elendig im Boden verbargen, glaube ich. Ah, jetzt. Oh, im Weg? Wo habe ich denn die Wood Tiles? Und es ist verschwunden. Solange man keine Map hat, ist es nicht gut, durch den Wald zu laufen. Hier muss ich jetzt einfach nur auf den Boden landen, ne? Teufel, kannst du mir sagen, was ein Trenching Tool ja. Bringt? Damit kannst du. Ein Trenching Tool, oder wie es heißt, toll. Ja. Damit kannst du Sandbags bauen und vor allem wieder wegmachen. Und ja, du kannst damit Sandbags auch. Sandbags, also so Sandsäcke. Okay. So Sandsackblockaden oder sowas. Sandsack. Noch nie gesehen? Sandsack. Okay. Also doch, also Hacker bauen solche Dinger dauernd. Ich wusste nicht, dass toll, jetzt kann man nicht mal aus dem Pfeil zugreifen. Warte. Von irgendeiner Stelle, so. Da, jetzt, da. Mann, wo bin ich? Make Fireplace. Was? Du musst das Ding auch schon so in der Hand haben und, Nee, das solltest du nicht in der Hand anzünden, oder? Doch, das muss man irgendwie vom... Was wollt ihr machen? Ein Lagerfeuer. Ja, brauchst du Woodpile im Inventar, Streichhölzer, rechtsklick auf die Streichhölzer. Ja. Ach, rechtsklick auf die Streichhölzer, okay. Jetzt hab ich's kurz. Schon. Nehmen wir nochmal kurz, Moment. Ah, make fireplace. Make fireplace. komm, jetzt mach mal. Make fireplace. Open back. Wo sind das Holz hin? Habt ihr eigentlich schon Führerschein gemacht? Hab ich's wahrscheinlich auch schon mal gefragt, oder? Ich bin 15. Okay. Na, rein theoretisch könntest du. Nee, du musst. Was? Darfst jetzt vom 17. Geburtstag fertig sein, kurz da vorne. Also du musst noch einen Moment warten. So. Alex hat seinen gemacht, ja, das weiß Holz ich. Ist gerade mal so weggebackt. Ja, doof, ne? Ah, jetzt bin ich in die. Ich hab das Holz. Boah, du Bob, den sag das doch. Wir fragen mich gerade, wer hat denn das Holz? LOL. Also, es sah aus, als würde der so. So eiskalt sein Ding da. Also, seine. AS 50. Ja, weil, mit dem Autofahren kommen ja auch immer so ein paar Gefahren quasi. Halt zum Beispiel Unfall oder irgendwas. Und habt ihr schon mal einen Unfall irgendwie so live miterlebt? Also so irgendwie. Unfall? Ja, Autounfall. Ja, ganz oft. Echt? Also vorbeigefahren. Also ja, nee, so richtig miterlebt halt quasi. So. Vor euren Augen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass mein Vater mal ein Schild umgefahren hat. Okay. Das ist, glaube ich, in der Familie, Alex. Alter, dafür zeig ich. Das müssen wir jetzt rausschneiden oder rauspiepsen. Familie. Nein, okay. Ja, das müssen wir zensieren. Ich sehe noch eine Nackenstelle, ich erinnere dich dran. Ach so, was war denn? Du wolltest doch mal vorbeikommen, ne? Ja. Ja, nee, weil mir ist heute nämlich genau so was passiert. Leute, Fuel Tank Parts mitnehmen. Ja, gell, also echt mit dem Fahrrad. Fuel Tank Parts? Ja, nimm mit. Scrap Metal? Nee.
Lol. Alter, ich sehe Gorka. Nein. Mir ist kein... Ich hatte keinen Unfall, aber uns hat jemand in der Kurve überholt, also kurz hinter der Kurve, so auf der Autobahn halt so mit 110 oder sowas, ist dann ins Rutschen gekommen und ungefähr 10 Meter vor unserer Motorhaube ist er dann voll an uns rechts vorbeigerast in die Böschung. Okay. Wollt ihr das Feuer noch ausmachen, oder? Ich glaub, den Tag wahrscheinlich nicht mehr miterlebt. Doch, der ist ausgestiegen und seine Tochter auch. Ach ja, geil. Aber der war, der hatte einen BMW, so ein Z3 irgendwie, so ein bisschen älteren. Aber Alter, stell dir mal vor, der hätte sich überschlagen, der hätte das wirklich nicht überlebt. Aber das war richtig krass, weil ich habe im ersten Moment gar nicht so realisiert, was da hätte passieren können. Und erst dachte ich mir so, ey, wäre der 10 Meter früher irgendwie ins Rutschen gekommen, dann wären wir aber auch seitlich von der Seite weggefegt worden. Okay, nee, sowas hatte ich noch nicht. Aber, ja. Einmal nee, auf dem Schulweg ist mir das passiert, da war ich 5, nee, 5 geht ja gar nicht. Sah aber echt spektakulär aus. Das war aber ja, stimmt, da war ich 6, das war sogar noch in der ersten Klasse. Und, mitten im Winter und eigentlich? Auf der Kreuzung zwei Smarts voneinander gebasht. Geil. Zwei das Smarts? Ja, das war die waren wohl nicht besonders smart. Ja, ich sag mal, ich habe Bäume um mich. Oh, viele schön. Bäume. Ja, und keine Map. Ja, also sagen wir so, ich bin von Elektro versucht, habe ich jetzt Richtung Zup zu kommen, ein bisschen oben links schräg gelaufen. Aber ich habe keine Map, kann es nicht überprüfen, wahrscheinlich laufe ich die ganze Zeit voll bisschen in die falsche Richtung. Viel zu steil oder so. Du bist wo gespawnt? Elektro. Links von Elektro an dieser Tankstelle. Wir laufen übrigens ziemlich, naja, ist ja eigentlich egal, ne? Also ich laufe jetzt hier gerade so einen kleinen Berg hoch, weil ich denke, entweder habe ich schon da eine bessere Aussicht oder es ist das schon. Ja, wir laufen gerade auch so einen kleinen Berg hoch. Du bist, glaube ich. Ey, jawohl, ja, und ihr habt auch diese ganzen Bäume. Ja, überall. Vor allem so Tannen, aber auch so Bäume, die erst ganz oben Blätter haben und da so hängen dann so Äste dran und so. Ja. Habt ihr auch so, so Westen an und eine Hose und Schuhe? Und habt ihr so ein Gesicht? Ja, ich habe eine Weste an. Echt, habt ihr so ein Gesicht auch? Ja. Ich bin schwach. Krass, ich glaube, ich bin. Heißt, jetzt mag ich dich nicht mehr. Nein, Spaß. Worauf willst du hinaus? Ja, nee, aber jetzt mal am hier sind Zelte. Viele Zelte. Wie ein Lager aufgebaute Zelte. Oh. Leer. Looten. Ja, egal, hier sind 5 Zelte. Was habt ihr drinnen? Ein DMR-Magazin, 3 Painkiller. Naja, okay, nein. Ganz ehrlich, Painkiller, tschüss. Ich hab genug Painkiller. Hä? Was habe ich jetzt weggelegt? Nur Painkiller? Wir sind noch zu Max Painkiller. Was gibt's hier? 6 eine AKM und 30 Round AK Magazine. Wie viele denn? 6 Stück. Oh. Das Problem ist, die AKM benutzt keine 30 Round AK Magazine. Ach ja, stimmt. Deswegen ist das jetzt schön, dass ich die habe, aber hilft mir nicht so wirklich weiter. Wobei volle Magazine nie schaden können. Aber ich bräuchte halt dann doch eher... Wer fehlt denn jetzt hier? Alex. Ich bin 400 Meter. Wo seid ihr? Ihr seid schon drin, oder was? Wir sind schon 300 Meter. Naja, wir laufen mal dahin. Und noch ein 30 Round AK Magazin. Yay. Aber keine Waffe, kein gar nichts? Doch, eine AKM, aber mit der kann ich nichts anfangen. Ach ja, dann kannst du ja nicht AKM. Nein, ja, da tue ich AKM-Magazine rein, aber keine AK. Und ich habe Morphin dabei. Braucht ihr den Fuel Tank noch? Hattet ihr nicht selber einen? Nee, das waren Dings. Also, ihr braucht Fuel Tank? Ja? Fuel Tank Part. Okay, dann nehme ich das mit. Ja. Sonst hätte ich ihn jetzt weggelegt, weil der braucht in meinem Mini-Rucksack ganz schön viele Plätze. Okay, aber ist egal, passt. Dann fehlt uns nur noch ein Reif. Vielleicht lassen mich die Leute ja in Ruhe, wenn ich jetzt so eine... direkt auf die großen Gebäude da rechts. Du. Was ich auch unrealistisch finde, warum habe ich eigentlich ein Magazin in meiner Waffe? Warum laufe ich jetzt nicht mit einer Waffe ohne Magazin rum? Weil bei einer Pistole, wenn die leer geschossen ist, sieht man das ja auch. Da ist ja dann auch der Schlitten hinten. Warum machen die das hier so? Sowas? Alex, wenn du aus dem Wald kommst, siehst du hinten rechts so 2 Gebäude. Eine Scheune oder sowas und noch ein Haus dahinter. Da läufst du hin. Okay. Ja, jetzt muss ich hier irgendeinen Ort finden, weil ich wette, ich bin schon wieder voll falsch gelaufen. Oh ja, ich sehe den Ort. Kommst du gleich